Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Episode meiner mehrteiligen Reihe Mein Mann Bescheid und ich. Ich glaube, wir sind jetzt bei Teil 6 oder so angekommen ungefähr. Muss ich nachher noch nachgucken. Der letzte Informationsstand war, dass der feine Herr seinen Anwalt ja jetzt eine weitere Fristverlängerung nochmal um eine Woche beantragt hat. Und heute kamen also zwei Kuverts an. Im einen Kuvert, ich lese es euch mal vor, erhalten Sie folgende Anordnung, die Anlagen zur Kenntnis. Das ist eine Rechnung über 36 Euro, die ich aber bereits getilgt habe. Das heißt, die Rechnung hat grundsätzlich erstmal einen Rechnungsbetrag von 0,00, was ich schon mal hochinteressant finde. Gegen diese Rechnung kann ich, Achtung, keinen Einspruch einlegen, sondern gegen diese Rechnung kann ich in deutscher Sprache Erinnerung einlegen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Rechnung bekommen habe, aber gut, ich habe jetzt also eine Rechnung bekommen zur Kenntnis über 0 Euro. Und im zweiten Kuvert war wieder dieser Benachrichtigungshinweis, dass sich der Herr Anwalt wieder gemeldet hat. Und zwar hat er also jetzt, das Schreiben liegt auch bei, was er mir hier jetzt mitgeschickt hat. Und das kann ich euch jetzt mal wörtlich vorlesen. Ich glaube, da verstoße ich jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Stillschweigevereinbarungen von laufenden Prozessen oder sonst irgendwas. Ich lese es euch einfach mal kurz vor, und zwar wörtlich. In Sachen ich gegen den Aktenzeichen tralala nehme ich hiermit den Einspruch zurück. Mit freundlichen Grüßen, papapap, Anwalt. So, damit haben wir jetzt ein, ja, ich sag mal, fertiges Urteil und einen Vollstreckungsbescheid. Und ich werde jetzt heute Abend einen kleinen, schau mal, hat der eine E-Mail-Adresse, der Herr Anwalt? Ja, hat er. Werde dem Herrn Anwalt ein kleines E-Mail schreiben. Er möge doch bitte mit seinem Mandanten klären, ob der freiwillig bis in gut 14 Tagen oder 8 Tagen, muss ich mir noch Gedanken drüber machen, jetzt die Summe bezahlt zur Vermeidung weiterer Kosten, sprich Zusendung des Gerichtsvollziehers oder nicht. So, also anscheinend ist jetzt zumindest das Urteil mal wasserdicht. Also das heißt, mein Geld steht mir rein rechtlich zu. Ob ich das Geld bekomme, das werden wir sehen, wenn ich es habe. Anscheinend scheint er zumindest so weit solvent zu sein, dass er den Anwalt bezahlen konnte, weil der hätte vermutlich nicht zum Arbeiten angefangen, wenn er gedacht hätte, er kriegt sein Geld nicht. Aber wer weiß es, wir werden es sehen. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden, wenn es wieder heißt, Spaß mit meinem Mann Bescheid. Ich muss euch noch einen kleinen Nachtrag liefern. Ich habe hier gerade mal den Schriftverkehr jetzt mal hier umsortiert. Leute, wir reden hier über eine Forderung, eine Hauptforderung von 130 Euro. Mit allem drum und dran sind wir bei 170. Wenn ihr diesen Stapel Papier hier wirklich sehen könntet, wie viele Seiten das wirklich mittlerweile sind, ihr könnt, schaut euch das mal an, guckt euch das mal an, was das für ein Stapel ist. Wahnsinn. Jetzt heute Abend, wie gesagt, geht die Info raus an den gegnerischen Anwalt, er möge doch bitte seinem Mandanten nahelegen zu bezahlen. Und wenn das Geld da ist oder eine neue Überraschung kommt, gibt es wieder neue Informationen von mir. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, haltet die Ohren steif. Tschüss.